Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf SteeGames Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe eben gerade eine Ansage versucht, die ein wenig anders war, aber absolut nicht geklappt hat. Weil ich nach dem dritten Wort schon so aus dem Konzept war, dass ich nicht mehr wusste, was ich gerade sagen soll. Sorry. Gut, das musste ich jetzt nochmal loswerden. Egal, wir bleiben dabei. Wir sagen einfach Hallo und herzlich willkommen zu uns. Und freuen uns, dass wir hier sind und das Spiel genießen dürfen. Dieses hier heißt Factorio. So, um jetzt die ganze Verwirrung nochmal komplett zu machen. Ich habe meine... das ist ja blöd jetzt hier. Das ist ja jetzt blöd. Ich habe meine Lautstärke vom Mikrofon geändert und angepasst. Und zwar in dem Maße, dass ich jetzt aufgrund dessen, dass mir gesagt wurde, dass ich in vielen Let's Plays leise bin oder zu leise bin oder schlecht zu hören bin, dass ich da jetzt etwas lauter bin eingestellt. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist und gut funktioniert oder nicht. Das werden wir dann aber gemeinsam herausfinden. Wir haben hier auf jeden Fall angefangen zu bauen, den Zubringer für unsere Baumstruktur, und da finde ich jetzt irgendwie doof, dass das direkt davor ist. Deswegen werde ich das jetzt noch mal um einen verlängern nach hier. Ja, ich verlängere das noch mal um einen. So, dass dieses Förderband dem quasi auf der Seite hier vorne rauskommt. Und dann ist das da unten alles eins länger und dann ist das auch gut. So. Dann muss ich mir ganz kurz gucken. Sogar noch drin. Das heißt, das muss jetzt so hier hin. So. So. Das ist da sogar noch drin. Ich werde ja wahnsinnig. Also, das merkt er sich auch. Über Steuerung V kommt man da dran, dass man sein in der letzten Folge und zwischendurch natürlich noch mit neuem Spielstand gespielten, nicht nur im Spielstand, aber neuem ja doch, eigentlich, ne, weiß nicht, ist das Spielstand? Nee, Spielstart. So, nach neuem Spielstart wird das hier dann doch noch, ist das trotzdem noch vorhanden. Schön. Das freut mich ungemein. So, dann nehmen wir das hier mal weg. Da patzt ja nicht mehr. So. So. Nee. Warte mal, doch. Wie? Doch, das passt jetzt so. Kommt das jetzt hierher? Das Förderband, was hier oben war? Achso, nee, das wollte ich ja im Abstand von einem hier lassen. Genau. Da wollte ich ja den Abstand wahren. So, sehr gut. Okay, gut. Das kann er noch weg und das kann er noch weg. Und um den gleichen Abstand zu wahren, müsste ich ja nicht bis dahin. So. Uiuiui. Okay, jetzt müsstet ihr mir... Achso, das habe ich ja noch nicht... Ach, die Folge habe ich noch nicht gesehen, wo ich die Frage schon mal gestellt habe, ob man diese Dinger auch spiegeln kann. Also ich weiß, es gibt einen Helper, der die Dinger auch durchaus spiegelt. So. Das weiß ich, aber naja. Gut. Dann machen wir jetzt nochmal hier Steuerung C. Von hier bis da bitte. Hätten wir das gerne kopiert. Und dann da dran. Und dann da dran. Und dann da dran. Und dann da dran. Das haben wir nämlich fünfmal hier. Der Duty-Gebäude. Ja. So. So. Und so. Eigentlich hätte ich das Gebäude doch gleich mitkopieren können. Naja, egal. So. Gut, dann der erst ein bisschen länger, da so lang, da so lang, da so lang, da so lang. Das bloß drehen, dass das dann halt eben in die richtige Richtung guckt, wo er das Wasser haben will. Das ist ein zu kurzes Rohr. So, das soll dann hier zur allgemeinen Ernüchterung Bäume herstellen. So, und der muss natürlich hier sauber draufgebracht werden.
So. So. Sehr schön. So, dann hätten wir das. Huch. Dann hier nochmal lang. Und da nochmal runter. Sehr schön. Gut. Das haben wir dann schon mal durchkonfiguriert hier. Auf der Seite. Und dann müssen wir natürlich den ganzen anderen Rest noch machen. Also da ist natürlich noch lange nicht Schluss hier. Aber up, wir haben schon mal einiges wieder geschafft. Was ist gerade am Forschen? Ach, das Farming ist noch am Forschen. Da könnte es durchaus sein, dass da noch Fläschchen sogar oben sind, weil ich da jetzt wieder Papier reingelegt habe. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das finden wir aber gleich raus. Wir wollen jetzt erstmal hier unten quasi die Baumfarm so weit zusammenbauen, dass wir sie mit all dem beschicken können, was wir reinschicken müssen. Das ist quasi so ein bisschen das Ziel dieser Übung hier heute noch. Beziehungsweise dieser Woche. Und dann sollte hier diese Baumfarm eigentlich wie eine Kopiervorlage da liegen und immer wieder aufgenommen werden können. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus, auch wenn es sehr platzintensiv ist. Die Anfahrhilfe hier für das Material und ähnliches. Und das ist natürlich auch hier, hier halbiert, dass es auch nicht optimal ist und sowas. Aber ich finde, dass bei, sagen wir mal, den geringen Verbrauch von Materialien dieser Baumfarm, weil die hat ja einen relativ langen Produktionszyklus, da kann man das mal so machen. Und dann kriegen wir hier die Bäume raus und da noch ein paar Bäume raus. Sieht jedenfalls ordentlich aus. Das ist schon mal was, was ich schön finde. So, da gibt es ja, und da habe ich ja, oh, da habe ich eine Wall of Text habe ich gelesen heute. Sehr, sehr viel Text von System, glaube ich. Ui, wer weiß jetzt gar nicht mehr, was war. Vergessen. Mein Handy liegt nicht hier. Hm, naja, muss ja auch nicht, stört ja auch nur, wenn es vibriert. So, auf jeden Fall einen sehr langen Text gelesen über die Art und Weise, wie Factorio halt gespielt wird. Ich denke, ich habe, glaube ich, sogar die Frage so halbwegs gestellt innerhalb des Let's Plays, wie ihr das spielt und ihr das seht. Und ich persönlich bin ja so, ich habe ja diesen, manchmal habe ich diesen Fimmel, dass ich das alles schön gerade und alles, dass das schön aussehen muss am Ende des Tages, ne? Diesen Fimmel, den habe ich ja durchaus. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Also da kann man jetzt sagen, was man will, den hat er. Da hat er eine Meise. Und die hat er nicht ohne Grund. Deswegen nennt er ihn auch Hund. Nein, also die hat er wirklich, die Meise. Und wie gesagt, das ist natürlich ein Punkt, wo man immer wieder sagen kann, ja, nö, musst du doch gar nicht so extrem machen oder so. Aber ja, irgendwie ist es denn mir persönlich doch ganz gerne, wenn es so aussieht, dass ich irgendwie zufrieden bin mit dem Aufbau. Also ich muss für mich zufrieden sein mit dem Aufbau. Das muss jetzt nicht das Effektivste sein, was man sich so auf der Welt vorstellen kann. Das muss nicht das Allerschönste sein, was man sich auf der Welt vorstellen kann. Aber ich muss halt eben zufrieden sein mit dem Aufbau am Ende des Tages. Und so baue ich das hier ja auch, weil ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass ich so diese Anfahrt machen möchte und dieses Ausfahren und so. Und finde das jetzt so optisch sehr ansprechend, sehr schön und sehe das auch als modular. Also man kann jetzt einfach hier ein so ein Stück rausnehmen und kann das wieder dran setzen. Und das wird genauso weiter funktionieren. Ja? Oder man kann es komplett dann nachher irgendwann komplett kopieren und noch eine zweite unten drunter bauen oder sowas. Also solche Sachen. So, das finde ich dann schon, das finde ich ganz okay. Also da bin ich dann mit mir im Reinen und sage dann, ja, nö, finde ich gut. Also ja, nö, sage ich nicht. Naja, ja, nö, sage ich doch. Aber also ich sage dann einfach, finde ich gut. Ne? Und dann so für mich. Ne? Also nur, ja, um vielleicht da so eine Teilantwort auf den langen Kommentar, der sehr nett geschrieben war und sehr lieb gemeint war und alles. Danke dafür und ja, war für mich auch erstaunlich. Ja doch, es war erstaunlich, dass das so mit so langen Texten mir beantwortet wurde dabei. Das hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und dafür bedanke ich mich natürlich recht herzlich, also bei dir. Auch wenn ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Sorry. So. Gut, du musst geradeaus durch. Du musst geradeaus durch. Du musst dahin. Du kommst darum. Du kommst darum. Und du gehst durch. Aber nicht bis dahin.
Weil da ist schon der Unterirdische. Und jetzt sehen wir auch, theoretisch hätte ich das ja auch mit weniger Unterirdischen machen können. Und wahrscheinlich auch alles so ein bisschen... Ach, Quatsch. Mit weniger unterirdischen Förderbändern machen können. Dass das alles ein bisschen sparsamer ist und so. Aber nee, das, ich möchte das so gerne haben. So. 1, 2. Sind da auch 2 oder so? 1, 2, ja. Sehr gut. So, das sieht doch schon mal schön aus. Finde ich jetzt so. So, rein persönlich. Dann werden wir das jetzt so kopieren. Steuerung C. Dann nehmen wir jetzt so von hier vorne an. Ist schon zu viel. C. So. So. Und setzen das hier einfach so mit ran. Zack. Und Feierabend. Und schon sieht der Chigi aus. So. Dann ziehen wir hier oben das Förderband einmal durch. Dann machen wir hier die Änderung. Das hätte ich natürlich gleich schon mitbauen können. Naja. So, dann müssen wir uns Teiler wiederholen, beziehungsweise Teiler müssen wir uns machen. Da haben wir noch kein Werk für gebaut. Da habe ich ja gesagt, Mann, brauche ich auf lange Zeit nicht, aber da sind sie aus. So, unterirdische Förderbänder müssen wir uns dann noch holen und die normalen Förderbänder und natürlich auch die Kameraden von Knickarmen brauche ich dann noch. In Massen und Mengen. So. Jedes Mal drücke ich hier verkehrte Taste. So ficke Dinger. So. Achso, das ist nur der hier wieder. So. Nach unten, nach unten. Füllen wir das noch mit den nach unten gehenden auf. Dann füllen wir die unterirdischen noch auf. Und dann kann ich mir wieder sehr, sehr viel Material besorgen. Erstmal um die Teiler dazu machen, oder ich baue dann oben ein Teilerwerk, aber fürs Teilerwerk, nee, für die gelben Teiler, die kann ich so noch machen, wenn ich mich recht erinnere. Da brauchte ich bloß die grünen Chips zu, ne? Naja. Gut. Das sieht doch schon mal ganz manierlich aus. So, habe ich noch unterirdische? 10 unterirdische Förderbänder habe ich noch. Die kann ich natürlich noch verlegen. Natürlich komplett von Peppes. So, dann haben wir die Förderbänder auch weg. Gut. Okay, also da kommt das Holz dann raus. Dieses Holz muss dann halt eben verarbeitet werden und weiterverarbeitet werden und dann ja. Aber platztechnisch, also wir haben hier hinten noch genügend Platz und hier unten noch genügend Platz. Also hier müssen wir jetzt die Kompostherstellung machen, die Fertilizer-Herstellung und die Samenherstellung ist ja dann hier unten drin mit. Das heißt, das muss ich ja sowieso aufsplitten hier auf eine oder auf die beiden Förderbänder. Habe ich aber nicht mehr dabei. Gut, also das, was hier rauskommt, das geht ja schon mal hier auf die inneren. Und dann müssen wir das hier von außen auch noch mitholen, dass das hier, muss das ja auch abgehen. Ne? Also hier haben wir auch zwei Eingänge von dem Material. Hier haben wir ein Hirschgeweih davor gebaut. Wir könnten theoretisch dieses Hirschgeweih hier noch davor bauen. Also das, was wir hier gebaut haben, ne, das sind hier dann drei Anschlüsse sind. Müssen wir mal gucken, ob wir das oben führen, unten führen. Hm, naja, übersehen. Wir werden es sehen. Gut, alles klar. Ich gehe erstmal nach oben und hole mir noch ein bisschen Baumaterialien. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Dann gucken wir mal, wie viel von den Dingern kann ich machen. Ich habe keinen Zinn und ich habe kein Eisen. Und doch, Eisen hätte ich noch, aber Stahl habe ich kein. Brauche ich da Stahl für? Nee. Aber ich brauche diese Platten dafür. Dann nehme ich mir mal ein paar mit. So. Eisen brauche ich. Ein bisschen. Nehmen wir nochmal einen mit hier. Kupfer nehmen wir auch nochmal drei hier mit. Und dann saugen wir uns mal hier oben so langsam voll mit dem Material. Ich schon mal 17 Stück machen. Dann geht mir dann Eisen und Kupfer aus. Habe ich da sogar noch bei. Wohin geht mir Eisen aus? Jetzt ist
sind wieder alle. So. 17 Stück. Die gehen da jetzt erstmal. Oder gehen jetzt noch ein paar. Das sollte erstmal eine Weile vorhalten. Dann gehen wir oben. Förderbänder mopsen und Dings nach Förderbänder hätte ich auch da noch ein paar rausmopsen können. Brauchen wir noch ein paar. Und dann müssen wir gucken, was wir da alles noch für bauen müssen. Also, dass wir den Kompost herstellen. Dann müssen wir die ganzen Algen dafür noch bauen und, ne? Das könnte alles noch sehr interessant werden. Dauert an den Stellen, aber wir gucken erstmal. So, wie. Strom hätte ich noch legen können schon, ja, dass da ein bisschen Strom mit drin ist, dass ich da nicht später meine Schwierigkeiten kriege. So, unterirdische Förderbänder nehmen wir noch ein paar mit. Habe ich hier die Greifarme, habe ich da oben auch schon, die nehme ich auch noch ein paar mit wieder. Habe ich zwar noch, aber nehme ich mit. Mal hier, 100 Stück, 8,150. So, Inventar schön gut vollgemüllt. So, die 27 nehme ich auch noch mit. Ah, komm, ich nehme hier den Stack mal hier noch voll. So. Gut, dann geht's nach unten. Halt, wir müssen mal gucken, was brauche ich alles? Ich brauche Komposter, ich brauche die Teile. Da brauche ich Stahl für, den muss ich noch mitnehmen, okay. Brauche die Komposter, der ist hier drin, da brauche ich auch Stahl für. Und dann ist eigentlich schon fast gut, ne? Also nehmen wir noch ein bisschen Stahl mit. So viel wie wir können. Erstmal nicht schlecht. Bioprozessoren brauchen wir auch. Also ich sag mal so, ich brauche mindestens 4 Komposter. Ich brauche ein paar Algenfarmen, damit ich ein paar Algen herstellen kann. Haben wir 6 Stück. Gib mir erstmal das Eisen aus, das ist mal okay. Nehmen wir noch ein paar Chips mit. Und nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Ja, dann müssen wir natürlich noch das Material haben, womit wir das füttern können, aber ich denke, da kann ich normales Wasser reinmachen, weil ich die Dinger eh bloß kompostiere, was da rauskommt. Achso, ich brauche noch ein paar blaue Algen, das weiß ich nicht, ob ich da noch mehr machen muss. Hier können wir erstmal die 51 mitnehmen. Was fehlt dir jetzt hier? Tokens, okay, das ist kein Problem, oder das ist ein Problem, dass die fehlt. Aber da kriegen wir demnächst wieder welche, wenn ich dann mal wieder eine Exkursion mache. So, kann ich die Flächen erstmal hier rein tun? Wie sieht es eigentlich mit den Militärflächen aus? Da könnte ich mich eigentlich auch mal drum kümmern. So, Desert Farming 2 ist abgeschlossen. Wir haben jetzt noch 50 Fläschchen. Das reicht jetzt nicht mehr für eine große Forschung aus hier. Also keine, die 64 Flaschen braucht. So viel haben wir momentan nicht. Deswegen kann ich da erstmal nicht weitermachen. Dann hole ich jetzt erstmal das hier ab, was hier drin liegt. Okay, das war... Das ist eine Aussage. Das ist auf jeden Fall eine Aussage. Also dann können wir hier auf jeden Fall richtig noch was dran tun. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da so viel ist. Unsere Zug kommt auch gleich. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Da renne ich noch ein paar Mal. Na, macht ja nichts. Ist ja nicht weiter schlimm. Aber dann haben wir noch mal etliche Militärfläschchen. Dann können wir bei den Militärsachen noch mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwas kriegen ohne blaue Fläschchen. Ich glaube, da gibt es nämlich noch ein bisschen was. Nicht viel, aber es gibt was. So, jetzt kann ich keine 1400 mehr transportieren. Ich muss mal gucken. Ich könnte das hier eigentlich hier oben lassen, in den Baustellkisten, aber... Und bringe ich schnell mal rüber zu der Baustellkiste, weil das brauche ich jetzt unten wirklich nicht. Crusher brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Brauche ich hier oben. Und die Baustellkiste ist nicht so weit weg, dass man sagen könnte... Da komme ich jetzt so schnell nicht hin. So, das brauche ich unten auch nicht. Das brauche ich dann auch nicht. Dem bin ich mir nicht sicher. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Da könnte mal was kommen. So, gut. Das hat er erstmal wieder Platz geschafft. Im Inventar mal ein paar Sachen erstmal ausgelagert, die zum Bau gehören. So, dann haben wir etliche Teile gekriegt. 19 nur? Insgesamt 19. Ich dachte, ich hätte zweimal 17 gemacht. Achso, da kommen noch 17. Alles klar. So, ja, ich hätte nämlich gedacht, dass ich also einmal 17, einmal 2 und einmal 17 hatte. So, dann gucken wir jetzt mal, dass wir das hier noch einigermaßen verteilt kriegen. Ich denke mal, wir packen jetzt hier noch ein bisschen was rein davon. So, und dann brauchen wir hier eigentlich noch Carbon, ne? Hier liegen noch 77. Na gut, kriegen wir knapp 100 Löschchen zusammen.
Dann holen wir noch eine Fuhre Carbon. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder alles andere in den Taschen habe. Hier Carbon nicht auf dem Förderband drauf? Hab ich's doch gedacht. So. Ein bisschen Carbon geholt. Wie viel ist hier noch drinne? Brauche ich nachher nämlich auch für unten. Die ganzen Sachen, die wir da bauen müssen, da wird noch einiges anfallen. Jetzt an Arbeit, aber kriegen wir hin. So, dann machen wir den Carbon hier erstmal nochmal mittig in die Kiste rein. Also hier mache ich auf jeden Fall erstmal einen Stack rein. Oh, was ist das da so? 94. Okay, dann machen wir da noch einen Stack rein. Dann gebe ich die noch einen Stack so mit, dass der denn da erstmal reingefüttert wird. Damit der das noch durchproduzieren kann. Na komm, dann kriegst du den Rest. So, brauchst du auch noch ein bisschen was. Gut, dann kriegen wir da auch noch ein paar Militärflächen wieder dazu. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir schon 26. Wie viele liegen hier drinne? Gar keine. Das ist jetzt überschaubar. Von der Gesamtmenge her. Und ein paar gehen noch auf Reisen. Okay, also da haben wir jetzt gerade so 20, 30 Stück drin. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Gut, okay, dann geht das hier weiter. Im Text, beziehungsweise in der Planung. Wir werden erstmal einen Teiler jetzt quasi dann hier dran setzen und sagen, das geht hier ran. Und das geht. Huch. Da dran. So. Und dann haben wir hier im Angebot, was kommt hier noch dran? Hier steht noch gar nicht fest, was wir machen wollen. Wir wollen das machen. So, hier kommt Fertilizer und Soil dran, ne? Richtig sehe? Soil und Fertilizer, ja. So, das heißt also, ich kann das ja auch hier einfach so... Na, warte mal, nee. Ich glaube, das werde ich hier abzweigen von dem Produktions... Ja gut, naja, dann nehmt die erstmal rein. Dann ist hier überhaupt so viel Platz, dass hier noch was dazwischen stehen kann, ja. Okay, dann machen wir das so. Zweigen wir das hier ab. Das zweigen wir hier ab. So. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Damit kann ich leben fast. So. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich natürlich hier noch den Greifarm Zirkus dran bauen und theoretisch hätte man jetzt sich hier das eigentlich so anbauen können, dass das hier auch gerade und dann da reingeht, ne? Dass das sich hier nicht... Naja, sieht eigentlich nicht schlecht aus, wie das aufgeht, ne? So, dann stellen wir hier noch zwei hin. Und dann müssen wir da einen von als... Langpicker nehmen. Klick, klack. So. Und dann natürlich auch hier nochmal so langärmlich. Gut, okay. Ich würde sagen, das ist für diese Folge schon mal wieder sehr erfolgreich gewesen. Wir haben diesen ganzen Zirkus hier fast fertig gebaut. Müssen das noch mit Strom und Lampen versorgen, damit das schön beleuchtet ist. Wir werden natürlich unsere ganzen Teile hier reinbauen, die wir hier brauchen. Und die unterirdischen, das machen wir jetzt noch schnell fertig, damit das dann hier wenigstens abgeschlossen ist, der Bau für den Moment. Und dann machen wir in der nächsten Folge das Lampenwirrwarr und das andere Gelöt fertig. Damit dann da auch Klarheit herrscht. So, jetzt brauche ich da nochmal ein Stück Föhrend. Wieder nach oben. So, gut. Dann würde ich sagen, stelle ich mich mal in die Mitte. Machen wir ein schönes Foto davon. Haben wir was für Thumbnail. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.